Seuchen und Krankheiten für immer besiegen. Dieser Traum treibt Forscher und Ärzte seit Jahrhunderten an. Gäbe es doch eine Wunderwaffe, die die Menschheit endlich von ihren schlimmsten Feinden, den schädlichen Bakterien, befreit. Der schottische Arzt Alexander Fleming entdeckte 1928 durch einen Zufall einen Schimmelpilz, den er Penicillin nannte. Penicillin ist eine der wichtigsten medizinischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Ohne Penicillin wäre eine Vielzahl der heutigen Operationsmethoden gar nicht möglich. Penicillin hat dafür gesorgt, dass wir länger und gesünder leben. Der Lebensretter Penicillin. Die Wunderwaffe gegen gefährliche Bakterien scheint uns endlich den uralten Traum vom perfekten Menschen erfüllt zu haben. Körper, Geist und Seele vereint in immerwährender Gesundheit und vollendeter Schönheit. Doch die Waffe ist stumpf geworden. Sie richtet sich längst gegen ihre Erfinder selbst. Denn der Einsatz von Antibiotika bedeutet in immer größerem Ausmaß eine tödliche Gefahr.